Herzlich willkommen zu Dalli Dalli. Und das sind unsere Kandidaten heute. Sie sind aufgedeckt und ausgestattet. Das Team Früh, Marlene Lufen und Sven Lorich. Um flotte Sprüche nie verlegen, unser Team Frech. Ruth Moschner und Joachim Lambi. Und hier ist Ihr Gastgeber, Kai Pflaume. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Guten Abend. Es ist Dalli-Dalli-Zeit. Schön, dass Sie dabei sind. Man muss sich ja mal darüber Gedanken machen, was wäre eigentlich, wenn so eine Sendung wie Dalli-Dalli heute erfunden worden wäre? Ja, die würde dann wahrscheinlich heißen, irgendwie so das große Promi-Rumspinnen XXL, Gehirne am Limit. Ja, aber das ist es natürlich nicht bei uns. Ja, wir wollen das alles in der guten alten Tradition von Hans Rosenthal hier fortführen. Und das heißt Spiel, Spaß und Spitze. Es wird viele Punkte zu erspielen geben und die werden am Ende in bares Geld umgewandelt, in Euros. Und diese Euros wollen wir spenden über die Hans-Rosenthal-Stiftung an Familien, die unverschuldet in Not geraten sind. Also freuen Sie sich auf eine wunderbare und hoffentlich sehr, sehr lustige Sendung mit unseren beiden Teams. Das Team Früh. Ja. Marlene Lufen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen und Sven Lorich vom ARD Morgenmagazin. Und auf der anderen Seite das Team Frech. Ja? Und ich hoffe, Sie finden sich wieder in diesem Team. Ja, Namen, ja? Ruth Moschner und Joachim Lambli. Und dann darf eines natürlich nicht fehlen, unser Team F wie fantastisch! Unsere Schiedsrichter Sarah Brandner und Jan Hofer. Ich möchte euch ein kleines Geheimnis verraten, wenn ihr es nicht schon wisst. Jan Hofer sammelt ja Oldtimer. Ja. Ja. Wisst ihr alle? Ja. Ja. Aber ihr wisst sicher nicht, was für ein Verhältnis Sarah zu Oldtimern hat. Ja. Die sammelt sie nämlich nicht, die hat sie lieber an ihrer rechten Seite. So, jetzt wollen wir genauso beschwingt in die erste Runde einsteigen. Wir starten gleich mit einer Schnellraterunde. Und dann wisst ihr auch, was Dalli Dalli bedeutet. 30 Sekunden, viele Begriffe und möglichst keine doppelt. Seid ihr bereit? Ja. Dann legen wir los, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen vom Frühstücksfernsehen, mit euch fangen wir an. Ja. 30 Sekunden habt ihr Zeit und wir wollen von euch wissen, wenn wir wissen, ja, ihr müsst wirklich immer richtig früh aufstehen für euren Job. Was unternehmt ihr, um bis Sendebeginn richtig wach zu sein? Ja? Ja. Abwechselnd, Marlene beginnt, 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Wecker stellen. Duschen. Kalt duschen. Klassische Musik hören. Frühstücken. Red Bull trinken. Kaffee trinken. Tee warm machen. Zeitung lesen. Eine Runde mit dem Hund rausgehen. Wasser trinken. Die Kollegen anmeckern. In die Redaktion fahren. Filme angucken, die in der Sendung laufen. Texte lesen. Moderationstexte schreiben. Auswendig lernen. Und dann zur Maske gehen. Wieder aus der Maske rausgehen. Sich gut fühlen. Witze reißen. Die Kollegen quasi sich loben. Die Schuhe anziehen. Das auch. Ah! Schande! Du hast gut. Du hast gut. Und all das findet auch statt. Und weißt alles. Du was? Alles. Ja. Alles davon. Also, der frühe Vogel kann uns mal, aber 95% davon so stimmen, wirklich. Ja. Ja. Eigentlich 96. Ihr habt vollkommen recht, 95% stimmen und deswegen ziehen wir zwei ab. Oh, oh. Welche? Welche? Also duschen war duschen doppelt. Das ist schon mal gut, wenn die beiden sich einig sind. Genau. Zwei ziehen wir ab, einen ziehen wir ab. Für was habt ihr denn zu meckern? Duschen war doppelt. Na und in die Redaktion fahren ist ja nicht etwas, um sich wach zu halten. Ja sicher, ich könnte auch mit dem Fahrrad fahren. Ja sowieso hin. Man würde nicht in die Redaktion naja, fahren. Aber ganz ehrlich, Jan, bist du schon mal in Berlin Taxi gefahren? Ja, ja, bin ich. Ne? Also ich könnte da ist man wach, wenn man von A nach B kommt. Ja. Den könnte ich in Berlin
Taxi gefahren und der Taxifahrer hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich hin wollte. Das ist ganz normal. Und als ich gesagt habe, ich hole mein Navi raus, hat er gesagt, God bless you. Ihr sagt zwei ab. Ja. Es bleiben immer noch 20 übrig. Das ist ja die gute Nachricht. Ja. Okay. Das fand ich gut. Und gerade auch für so eine lustige Unterhaltungsspiel Dalli Dalli ist es super, wenn gleich am Anfang zwischen einem Team und dem Schiedsrichtergespann richtig Zoff ist. So, und da kann jetzt gleich noch mehr dazu kommen mit dem Team Frech. Ja, auch für euch 30 Sekunden. Ihr hattet kürzlich Sommerfest und habt dem Alkohol da sehr reichlich zugesprochen. Und ich möchte von euch wissen, über welche eurer Fehltritte müssen wir am nächsten Tag in der Zeitung lesen? Ja, Joachim beginnt. 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Sarah Brandner vernascht. Hintern kopiert. Jan Hofer vernascht. Alles, die Reste ausgetrunken. Ruth Moschner vernascht. Weiter. Joachim Lambi. Sven Lorik vernascht. Von Null vergessen. Marlene Lufen vernascht. Alle beleidigt. Als Letzte. Kai Pflaume nicht vernascht. Oh Gott, Kai Pflaume vernascht. Mit Ruth Moschner Kaffee getrunken. Ganz schlecht getanzt. Sensationell getanzt. Ganz peinliche Gedichte aufgesagt. Nackt getanzt. Oh Gott, mich geschämt fürs Nackttanzen, weil ich mitgetanzt habe. Oh Gott. 16. Ich Kai, trinke nicht. Kai, kannst, woher du, soll ich das wissen? Kannst du die Frage noch mal wiederholen? Ja, bitte. Für wen? Für das Kandidatenpaar. Warum? Die lautete, wie lautete die? Die Frage lautete, welche eurer Fehltritte... Ja, ja, was ist denn an Jan und mir ein Fehltritt? Ja. Das hängt ja sehr von der persönlichen Lebenssituation ab. Ja? Moment, er hat ja mit allen geschlafen. Ja, ich habe mit allen. Außer mit Kai. Ja, ich weiß, warum ein mit Fehltritt ist es ja automatisch dann, wenn es jemanden gibt, der etwas dagegen hat. Dass der Joachim dich okay, dann ziehen vernascht. Wir einen ziehen wir ab. Ja. Dich oder was? Nein, mit Ruth Moschner Kaffee getrunken. Ist kein Fehltritt. Also einen ziehen wir ab. Ja. Einen ziehen wir ab. Da bleiben 15. Das ist ein sehr guter Einstieg fürs Team Frech in diese Sendung. Da kann ja gleich noch was dazukommen. Eine neue Situation, die mag ich sehr gern. Stellt euch vor. Oh Gott, fängt ja gut an. Ja, 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 die mag ich sehr gern. Das ist so ein bisschen Kopfkino. Ja. Stellt euch vor, bei euch wird für den Nachbarn ein Paket abgegeben. Ja. Ja. Ihr seid aber so unglaublich neugierig, dass ihr es euch nicht verkneifen könnt, dieses Paket zu öffnen. Dann kommt der Nachbar, holt das Paket ab und es ist geöffnet. Die Frage ist, wie erklärt ihr dem Nachbarn, warum das Paket geöffnet ist? Jetzt muss Sven beginnen, 30 Sekunden. Dalli, Dalli. Da tickte irgendwas, ich dachte, es wäre eine Bombe. Ich dachte, es wäre für mich. Ich habe geglaubt, das wäre für meine Frau. Ich dachte, es wäre für meinen Mann. Ich habe ernsthaft Angst gehabt vor einem nuklearen Anschlag. Ich dachte, es wäre für meine Oma. Ich war ehrlich gesagt neugierig. Es roch schlecht daraus. Sag weiter, wenn du nichts sagst. Weiter. Es war für meinen Onkel. Ich dachte, verdammt noch mal. Ich weiß es nicht! Es roch sich auf und an! Es ist alles gut! Das war aber auch schwer. Das war schwer. Das war echt schwer. Und das müssen wir als freches Gegenteam sagen. Das war sauschwer. Das war sauschwer? Ja. Ja. Meinst du, weil Sie nicht auf so leichte Sachen gekommen sind, wie es hat nein, im Paket so miaut, es hat im Paket baubaut? Ja. Wir sind sehr großzügig, sehr großzügig. Das ist sehr charmant aber von sehr euch. Dann ziehen nur einen ab. Ja. Wofür? Jetzt. Bomben, Ticken und nuklearer Anschlag. Das sind eigentlich dreimal dieselben Begriffe. Aber eine Bombe tickt ja. Das eine ist eine ganz normale Weckerbombe. Also jetzt finde ich das ehrlich gesagt auch so ein bisschen... Hat er euch jeden 20 Euro gegeben? Ja. Okay, also, ihr sagt... Eins ziehen wir ab. Okay. Dann bleiben 8. Oh, hier wird richtig gediert und verhandelt heute. Okay, wir gucken auf eure zweite Aufgabe. Jetzt muss Ruth beginnen. Ne? Auch ihr habt wieder 30 Sekunden. Stellt euch vor, ihr steht in der Disco an der Bar und dann kommt jemand und fordert euch zum Tanzen auf. Ja. Und ihr habt auf dieses Tänzchen überhaupt keine Lust. Und ich möchte jetzt von euch wissen, wie und warum lehnt ihr diese Aufforderung ab? Das ist ja total einfach. 30 Sekunden. Ruth beginnt. Dalli, Dalli. Oberschenkel zerrung.
Kopfschmerzen. Fuß verklemmt. Ohrenschmerzen. Hör nix. Zahnschmerzen. Ich hab Mundgeruch. Nasenschmerzen. Ich mag dich nicht. Halsschmerzen. Ich hab meine Schuhe vergessen. Kleiner Zeh tut weh. Mein Rock ist zu kurz, da sieht man alles. Großer Zeh tut weh. Ich finde das falsche Klamotte. Fußgelenk tut weh. Ich finde die Musik ganz schlecht. Achillessehne gerissen. Ich muss nach Hause. Ich muss weg. Ich hab schlecht geschlafen. Meine Frau ruft an. Ja, meine auch. Was? Wusste ich gar nicht. Wenn ein Typ zu dir in der Disco kommt und sagt, hey, knickknack und so, dann sagst Wie du, meine Freundin steht da der hinten. Der wollte tanzen, nicht knickknack. Naja, komm, tanzen. Wobei das ja manchmal fließende Übergänge ist. Ja. Ja. Ist das so? Schon mal Leute beim Tanzen beobachtet? Also ich muss nach Hause und ich muss weg, ist dasselbe, zieh mal einen ab. Ja. Und dann, wir sind ja heute eh schon so streng, deswegen macht es ja auch nicht Ihr seid echt. Trink doch mal was. Es werden noch zwei weitere abgezogen. Noch zwei weitere? Weil ihr so viele Aufzählungen gemacht habt. Hä? Ja. Aber darum geht es so immer Schmerzen. Nur Schmerzen. Und kleiner Zeh, großer Zeh. Ja, aber es ist doch immer was anderes. Ich finde das eine richtige Das ist gut. Ja, also ja. Wenn du Halsschmerzen hast, tut es ja wann woanders weh. Weißt du, wie ich dann tanze? Ui, ui, ui. Also. Drei Minus. Drei Minus. Ja, diese Runde geht trotzdem klar an euch. Es bleiben 19 zu 8. Man muss auch Jönne können. Der lauft jetzt zur Hochform auf. Damit führt das Team Frech im Moment, es ist ja noch gar nicht so viel passiert, mit 34 Punkten. Und das Team Früh hat 28 Punkte. Und ich weiß, ihr freut euch schon lange drauf. Ihr könnt es im Grunde kaum noch erwarten. Ja. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Aktionsspiel. Oh, und, schön. Ja, und um eure Fantasie ein bisschen anzuregen, um euch ein bisschen zu inspirieren, macht euch Gedanken, was sich dahinter verbirgt. Wir spielen jetzt Hochkellnern. Oh nein. Hochkellner. Hochkellner. Ja, lasst uns mal rübergehen. Ich erkläre euch, was sich dahinter verbirgt. Hochkellner. Kommt ihr mit rüber? Sarah und Jan? Ah ja. So. Sarah, wenn du vielleicht hier in unserem kleinen... Du? Nee, ich hätte lieber, dass Sarah hochgeht. Ja, ist egal. Ich hätte lieber, dass Sarah hochgeht. Ja? Ich wusste es. Oh, wenn der Jan sich frei macht, sage ich euch. Kommt mal, komm mal hier rüber. Dann, na, ich hoffe nicht weiter ist so. Ja? So, pass auf. Wir sind hier in unserem kleinen Dalli-Dalli-Western-Saloon. Und ihr wisst ja, wo die Showbranche zu Hause ist, da wird ja auch immer ordentlich gefeiert. Ja. Ja? Aber hier haben wir ein kleines zu überwindendes Problem. Denn es gibt eine erste Etage und der Getränkenachschub muss natürlich schnellstmöglich gesichert werden. Und das dauert viel zu lange, wenn man immer diese Treppe da hochlaufen muss. Deswegen müssen die Getränke sehr schnell von hier unten nach da oben befördert werden. Ne? Und ihr seht... Der Moment, wo man das Jackett auszieht, ja, ne? Man kann, aber man muss nicht. Ihr seht, hier sind sehr viele frisch gezapfte Biere bereits vorhanden. Und ein Tablett gibt es auch. Und dieses Tablett nimmt derjenige von euch, der unten steht, in die Hand. Das schaffen wir. Ja, und befördert es per Hochkellnern. Ach, die Scheiße! Super! Haben wir noch einen? Was kannst du besser? Willst du? Nee, aber dann haben wir hier so eine Riesendauer. Ich glaube, Jan ist besser. So, jeder hat verstanden, worum es geht. Ja? Und ganz ehrlich, möchte ich nicht riskieren, dass Sarahs Oberteil noch nasser wird, als es jetzt ist. Ja? Insofern, das reicht. Ja? Also. Um den Kollegen Lambi zu zitieren, du musst relativ gerade zu mir, sagt er gerade. Also die gute Nachricht für euch ist, das Team früh beginnt. Ne? Ihr Alles müsst klar. das jetzt, Wie vielen Dank. Tag. Sarah, ja? Das passiert. Schön, ja, super. Ja. So ist das, wenn man als Team nicht wirklich harmoniert. Ja. Ja? Also, ihr legt los. Einer geht hoch, es wird nicht gewechselt. Ja. Ihr könnt euch das aussuchen, wer was macht. Aber ich muss es hier mitmachen. Mit du musst es da mitmachen. Alles klar, dann gehst du. Also ich gehe jetzt hoch. Ja, wenn du willst. Und wenn mein Shirt nass wird, was ist dann? Ab wann greife ich? Wir sind ja nach 22 Uhr, Marlene. Kann ich schon mit so einem Ding da vorne hin oder muss ich? Du kannst, pass auf, du wartest jetzt hier. Ja. Ihr beide geht ruhig ein bisschen hier in Deckung, hier auf die Seite. So wild schmeiß ich auch nicht durch die Gegend. Naja, man weiß es nicht. Ne? Eine Minute habt ihr Zeit und es ist ja für einen guten Zweck. Ja, das also, auf jeden Fall. Guck mal, jedes Glas hat hier so einen Eichstrich, so einen schwarzen.
und die Gläser, die oben ankommen, wo das, die Flüssigkeit mindestens noch bis, schwer, ja, bis dahin noch drin ist, die zählen jetzt. Dann. Ne? Nee, komm, Becher zählt. Nee, Becher zählt nicht. Leerer Becher. Okay. Ihr seid Sven, bereit? Du ja. Ja, ich glaube auch. Ja. Ihr müsst einfach dran glauben. Natürlich. Bereit? Ja. Dann spielen wir jetzt eine Minute Hochkellner. Ja, ja, ich bin gleich weg. Ich bin ja nicht verrückt. Ich bin gleich weg. Ja. Wir spielen Hochkellner eine Minute. Dalli, Dalli. Sven, du musst das gerade. Ja. Gerade. Ja, der war gut. Der war super. Jawohl, jetzt haben wir es raus. Oh. Und Gas geben. Hopp. Jawohl. Und noch 30 Sekunden. Ah, ihr habt einen guten Zug. Oh. Weiter geht's. Voll rein in den Schaum. Hier ist Rhythmus im Spiel. Ich könnte stundenlang. Ja, ich weiß. Noch 10 Sekunden. Komm mal Gas geben, Sven, komm. Sven, schneller, komm. Schneller. Komm. Komm, wir gehen hoch. Sven, Sven, lass uns hochgehen, wir müssen zählen. Guck mal. Und das in meinem Alter. Ja, guck mal, wie lange das dauert, wenn man da die Treppe hoch muss. Da hat es sich doch gelohnt, dass ich zapfen gelernt habe. Ja, ne? Absolut. Oh, komm hier. Wir kommen noch. Darf ich auch mal? Ja, komm. Ja, ja, ja. Ist schon gut. Ich habe übrigens noch nie ein Bier gerochen, was so nach Rasierschaum ja. gerochen hat. Ja, das ist der einzige. Das ist, es gibt immer ein Geheimnis für festen Schaum. Ne? So, jetzt gucken wir mal, was wir hier stehen haben. Also, das zählt auf jeden Fall. Ach, da guck mal, da ist die Kamera, dass wir das auch sehen. Der zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment. 9, jawohl. 10. 11, 12, ja, 13. Sehr gut. Jawohl. Hervorragend. Sehr schön. Ja, sehr gut. Ich reinige dich hier mal ganz kurz. So, alles gut. Ja, Kinder. Gewusst wie. Hervorragend. Sie waren gerade ihre Hände darin. Ja. So, ihr Lieben. Das sind die beste Fängerin. Das war spitze. Also jetzt habt ihr alle meine das war spitze, ich habe nichts gehört. Ja. Das ist im absolut. Ja, wirklich? Ja. Die beiden, sie sind der Meinung, das war. Hervorragend. Ja, ich dachte, ja, ich dachte, du würdest in der Luft stehen bleiben. Ja, war ich doch. Ja. Bei Hans Rosenthal wurde das früher mal mit einem technischen Trick gemacht. Ja, genau. Ja, ich habe da lange dran gearbeitet. Ja. Okay, also wir rüsten jetzt mal die Bar jetzt wieder ein bisschen auf. Du hast die Schuhe ausgezogen. Ja, wo gehst du denn hin? Das Problem ist, ich kann beides nicht. Gute Voraussetzung. Wir diskutieren hier schon. Also ich dachte, ich werfe, weil Fangen ist noch schlechter, glaube ich, als Werfen. Mhm. Und es wird, ich möchte mich jetzt schon bei allen entschuldigen, wie schlecht es wird. Bei allen, die nass werden. Ja. Ja. So, seid ihr bereit? Nee. Ja, ja. Gut, du gehst hoch. Nein, du gehst hoch, alles klar. Dann machst du dir auf den Weg nach oben. Das wird so schlimm werden. Möchtest du einen Helm? Ein anderes Kleid wäre, glaube ich, besser. Naja, ein Cocktailkleid wird übrigens nicht erst dann zu diesem, wenn eine Bloody Mary drüber gekippt ist. Können wir dann anfangen? Können wir anfangen, ne? Bist du bereit? Nein. Dann heißt es auch für euch, Hochkellnern, eine Minute, Dalli, Dalli. Ja, oh, ich stehe nicht gut hier. Ja, oh. Wichtig ist auch, dass man unten schnell wieder wegkommt. Höher, höher. Ja, oh. Nochmal jetzt! Schneller, gut, schneller! Ja, sehr gut! Top Tempo! Sehr gut! Ja!
noch 20 Sekunden. Wirf, wirf, egal. Gerade. Noch schnell, komm, einer geht noch. Joachim, komm. Glitschig. Ja, das war dick. Jetzt wird es durchsichtig. Meine Frau meint morgen, wo warst du eigentlich? Warst du bei Dalli Dalli oder wie heißt die Sendung? Oh, aber Joachim, du darfst doch da mit dem Bier nicht so rumsauen. Das sind doch Punkte, die du verschenkst, wenn du hier so rumschüttest. Das war eh egal. So, naja, ganz egal ist es nicht. Ein bisschen was ist ja oben angekommen. Ne? Ich schäme mich wirklich. Wofür? So, guck mal. Du meinst, die Summe zählt? Also. Hast du mit dem Bier nach mir geworfen? Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, da muss ich mal Sarah und Jan fragen. Der war voll der Zelt. Den hat er gerade rumgeschüttet. Nee, ich wollte ja nur wissen, der Schaum, zählt der mit oder nicht? Eigentlich nicht, aber den lassen wir mit. Den lassen wir mit? Ja. Okay, also. Eins. Den muss ich dann wegstellen, ne? Das ist der Ungefüllte. Na, er nicht. Er nicht, okay. Der ja. Ja, zwei. Ah. Ja. Nein. Boah, wollt ihr so viel Mitleid? Nein. Ja. Ja. Er kann doch vier, nichts dafür, dass ich das fünf. Nicht konnte. Ja, es ist für einen guten Zweck. Fünf Punkte, kommt. Ja. Es hat viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Ja. Ah. Vorsicht auf der Treppe. Oh, ich würde jetzt gerne hier wir gucken einmal auf die Punkte, ihr Lieben. Nein, besser nicht. Doch, das ist gar nicht so schlimm. Also ja, ich sag mal, bei dem Spiel jetzt 14-5 fürs Team Früh. Aber ihr wart ja vorher insgesamt, weit vorne. Guck mal hier, ne, 42 für Früh und 39 für Euch. Ne? Da ist immer alles noch nah beieinander. Und wir gehen ja jetzt direkt zu unserer Dalli Dalli Tonleiter. Da gibt es nächste Punkte zu gewinnen. Gehen wir rüber. Ganz nach drüben. Siehst du doch jetzt an oder siehst du besser aus? Ja. Nein, da noch Stil. Ja. Reisegruppe Dalli Dalli. Ja, das Team Früh bitte hier auf meine. Ihr seid gar nicht meine zu spät. Rechte. Wir kommt, sind zu spät. Ne, kommt, ihr hier, kommt ruhig hier in die Mitte rein. Und euch darf ich bitten noch eine Stufe runter, weil so weit sind wir noch nicht. Ne? So, ihr habt Rot und Gelb. Das sind unsere Buzzer. Ja, ich werde euch jetzt Fragen stellen. Wenn ihr glaubt, die richtige Antwort zu wissen, dann drückt ihr ganz schnell den Buzzer. Ist die Antwort richtig, geht es eine Stufe hoch. Ist die Antwort falsch, geht das andere Team eine Stufe hoch. Ja. Ne? Wer zuerst da oben ankommt, hat 8 Punkte und den Sieg auf der Tonleiter errungen. Ja, also gebt alles. Und der gute Ton, der gehört bei uns dazu. Ne? Der ist Programm bei Dalli Dalli. Deswegen müssen wir gucken. Ne? Wir haben in aufwendigen Verfahren die Tonleiter natürlich auch heute. Okay, ihr seid bereit, ihr wisst, worum es geht. Dann legen wir jetzt los mit der Dalli Dalli Tonleiter. Erste Frage. In welchem Getränk liegt laut einem Sprichwort die Wahrheit? Im Wein. Wein, das stimmt. Eine Stufe hoch. Jawohl. Wer spielte in der ARD-Serie Der Dicke die Hauptrolle des Anwalts Gregor Pfaff? Dieter Pfaff, das stimmt. Eins hoch. Schaut ihr das mal den. Welches Kleidungsstück soll die Journalistin Laura Himmelreich laut Rainer Brüderle Dirndl. Das Dirndl ist richtig, ausfüllen können? Hallo. Bei welchem Film von 2012 mit Holly Berry und Tom Hanks in den Hauptrollen führte Tom Tykwer Regie? Oh Gott. Cloud Atlas. Das ist richtig, jawohl. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Über wen stellten die Randfichten in ihrem Hit von 2004 fest? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Das ist mein Sekret. Ist gut. Der alte Holzmichel. Sehr gut. Eine Stufe hoch. Nächste Frage. Wie oft wurde Michael Schumacher Formel-1-Weltmeister? 7-mal. Das stimmt.
Wir können Bier schmeißen. Weißt du? Wer wurde im Juli 2010 zur Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen? Hannelore Kraft. Oh, auch das stimmt. Welche Sängerin schaffte 2007 mit ihrem Hit Umbrella den internationalen... Rihanna. Oh Mann, das ist richtig. Ja. Ihr müsst jetzt mehr riskieren. Ja. Ja. Wie nennt man den längsten Rest der Berliner Mauer, auf dem sich über 100... Oh. East Side Gallery. Ja. Yep. Das ist East Side Gallery. In welchem Roman von Jane Austen verliebt sich Elizabeth Bennet in Mr. Darcy? Sinn und Sinnlichkeit? Es ist leider ja eh gesagt, es ist Stolz und Vorurteil. Ja. Ja, damit falsche Antwort. Ihr geht eins hoch. So macht ja. er das. Dass die Klappe wir brauchen nichts mehr sagen. Ja. Pass auf, Frage für alle. Wie viele Stunden hat eine Woche? Oh, scheiße, Entschuldigung. warte. Ja, schnell, komm. 48. Nein, das ist falsch. Nein, 168. 168, ja. Das hatten wir auch ja. errechnet. Da hatten wir so, also... Haben wir einmal Pi mal Daumen, da hatten wir die falsch. Ich dachte erstmal 67, aber nein. Ja, weil es ist natürlich trotzdem Matchball, immer noch fürs Team Frech, ne? Ja. Eine richtige Antwort noch oder eine falsche von euch. Ja, ja. Und die Tonleiter ist vom Team Frech gewonnen. Die Nationalflagge welches Landes zeigt einen roten Kreis auf weißem Grund? Japan. Oh, Japan, Gott. Stimmt. Oh, Scheiße, aber was ja alles. Das ist meine Frage. Das war mir nicht klar. In welchem deutschen Bundesland liegt das Steinhuder Meer? Einfach. Niedersachsen. Das stimmt. Oh, Achtung, welches Instrument spielt die Angebetete in Udo Lindenbergs und Kuisos Cello. 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 Cello stimmt. Wow. Ich auch noch mal aufgekommen. Nein, das ist eine Frage. Ja. Jetzt die ultimativ letzte Frage. Ich freue mich, weil ganz viele Punkte zusammenkommen. An welchem Tag erschuf Gott laut biblischer Schöpfungsgeschichte den Menschen? Ihr habt gedrückt. Nein, ihr habt gedrückt, bei euch flimmert. Also wir haben, ich habe gedrückt und der Sven antwortet jetzt bitte. Als alter Messiner, der achte Tag. Der siebte Tag, der achte Tag. Gott! Der dritte Tag ist der... Es ist der sechste Tag. Der sechste Tag. Gott erschuf den Menschen am sechsten Tag. Das heißt, das Team Frech macht das Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Komm nach unten. Das heißt, 8 Punkte fürs Team Frech, 7 Punkte fürs Team Früh. Und als wir waren beide Ja, aber mehr geht nicht auf der Tonleiter. Wir haben ich blöd. Bin aus Berlin, da gibt es überhaupt keine Religion zu. Genau. Nee, ne? Dankeschön. In Berlin gibt es gar keine Religion. Ich nehme dir den Buzzer ab, nee, du bist dass da nichts schief geht. Ist gut. So, wir schauen auf die Punkte. In diesem Spiel 8 Punkte fürs Team Frech, 7 Punkte fürs Team Früh. Neuer Zwischenstand. Es wird noch enger. Noch enger. Und wir haben 49 Punkte für unser Team Früh. 49 Punkte fürs Team Früh. Und für das Team Frech 47 Punkte. 47 fürs Team Frech. Das ist alles so ganz eng heute. So, wir kommen damit zum zweiten Teil der Sendung. Wir wechseln jetzt. Jetzt beginnt das Team Frech. Die müssen jetzt zuerst ran. Okay. Ja, und ihr müsst dann nachziehen oder dürft nachlegen, je nachdem, wie es so läuft. Neue Aufgabe für euch ist wieder eine Schnellraterunde jetzt. Ja. Ihr habt ein Parfüm auf den Markt gebracht. Ja. Und das riecht ganz grauenhaft. Oh Gott. Ne? Und wir wollen jetzt von euch wissen, welche Zutaten in diesem Parfüm sorgen dafür, dass das so grauenhaft riecht. Joachim beginnt, 30 Sekunden. Dalli. Zimt. Zuppel. Muskat. Schweinepo. Pfeffer. Vanille. Salz. Dreck. Darm. Verfaultes Ei.
Scheiße. Schwefelsäure. Urin. Mist. Kotze. Oh Mann, Exkremente von Ratten. Mäusekot. Moschusdrüsen vom, auch vom Hintern. Hamsterkot. Pferdeäpfel. Okay. Es war sehr schön, wie ihr am Anfang seriös versucht habt zu wirken. Ja, aber dann einfach ist es euch entglitten. Ja, mir fielen die seriösen Begriffe dafür nicht mehr. Aber irgendwann habe ich gedacht, ist ja für einen guten Zweck. Ja, ne? Weg damit. Aber die Frage ist trotzdem, ja, also doppelt. Es war natürlich einiges bemerkenswert. Aber wenn das Team B mir klar machen kann, wie, mit, unter welchem Namen dieses grauenhaft riechende Parfum auf den Markt kommt, dann würde ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Dali, ein Name für euer Parfum? Dali Dali. Dann gibt es aber drei Minus. Nein. Ich glaube, es wird die. Ich glaube, es wird das Eau de Parfum Jan Hofer Spezial. Geschickt, geschickt. Also. Okay. Wart ihr zufrieden? Ja. Ja, 20. Lassen. Oh, guck mal hier. Ne? Seid ihr durchgekommen mit der Nummer? Ja. Okay, wir kommen zur nächsten Aufgabe. Fürs Team Früh, auch für euch 30 Sekunden. Marlene beginnt. Folgendes. Ihr googelt den Namen eures Teampartners. Auf welche ungeheuerlichen Gerüchte stoßt ihr dabei? So, bitte so kurz wie möglich. Keine Aufsätze, keine Geschichten. Ja? Ja. 30 Sekunden. Dali, Dali. Schwul. Sie liebt den Kollegen Oppenhövel. Er geht mit Chef ins Bett. Ihre Füße stinken. Er hat Blähungen. Sie hat sechsfach D. Mundgeruch. Sie versucht ständig mit einer Frau ins Geschäft zu kommen. Er kommt zu spät zur Arbeit. Sie kann immer. Er kann nie! Sven. Darf ich mal fragen, welche Assoziationen hier laufen? Sven! Meine Damen und Herren, das habe ich nie gesagt! Das habe ich nie gesagt! Es ist Ihre Entscheidung, meine Damen und Herren. Sie sind der Meinung, das war... Schande. Du siehst, mit sowas kriegst du sogar einen Spitze. Wir lassen alles gelten, ist okay. Dafür aber ein Hut, ja. Okay. Wir lassen gelten, komm. Und wir haben ja auch noch unseren Spitzepunkt. Und den Spitzepunkt haben wir auch noch, also es sind sogar 11. Wir kommen wieder zum Team Frech. Nächste Aufgabe für euch. Es geht jetzt ums Reimen. Das ist ja ein sehr beliebtes Spiel hier in dieser Sendung. Ja. Und ihr habt einen Ratgeber herausgebracht. Und das Besondere daran ist, ihr habt Thesen über Frauen und Männer in diesem Ratgeber niedergeschrieben. Ja. Und diese vervollständigt ihr jetzt bitte in Reimform. Ich gebe den ersten Halbsatz vor und ihr macht daraus einen Reim. Ja, nacheinander, logischerweise. Ja, so funktioniert das Spiel. Ruth beginnt. Ihr habt 45 Sekunden jetzt Zeit. Und ich sage Dali, Dali. Statt immer nur drumrum zu reden, sollte man sich mal eine kleben. Ein Haushaltsplan mag spießig klingen. Deshalb werden wir zusammen singen. Wer nur den Hund statt Härchen krault, ist ganz schön versault. Überrascht er sie in heißen Strapsen, werd ich ihr eine watschen. In guten wie in schlechten Zeiten werden wir auf Pferden reiten. Wenn Tassen fliegen, Türen fallen, dann werde ich Ruth gleich eine knallen. Socken sind stets wegzuräumen, damit wir nichts versäumen. Statt mit den Kumpels nur zu saufen, werden wir uns zusammenraufen. Den Satz, ich glaube, wir müssen reden, kannst du dir ins Etikett reinkleben. Statt Geld für Therapie zu zweit, bin ich schon ganz schön breit. Sehr gut. Ja! Das war sehr gut. Das war gut. Das war zu schaffen. Ja, ja. Ja. Das, weißt du was? Das Schöne an diesem Spiel ist ja, dass man so viel über die Kandidaten kennt. Ja, ja. Das ist ja die Unterzeile von Dali Dali, die Stunde der Wahrheit. Richtig, genau so ist es. Also wir ziehen eins ab und zwar versault. Ja.
Das ist ein Unwort. Okay, fürs Team früh, auch ihr müsst reimen, dürft reimen. Ja, ist ja kein Zwang. Ja, sehr. Ihr seid Pressesprecher. Ne? Und es gibt natürlich eine Menge katastrophale Großprojekte. Wir erinnern uns an Stuttgart 21, an den Berliner Großflughafen, an die Elbphilharmonie. Und es wird ja sicherlich das nächste Chaos kommen. Ne? Ihr seid Pressesprecher eines solchen Großprojekts, eines chaotischen. Und ihr müsst jetzt die folgende Meldung bitte in Reimform vervollständigen. Ach du Schande. Ja? Also, es geht los. 45 Sekunden. Wer beginnt? Sven. Mhm. Dalli, Dalli. Eröffnet wird nun etwas später. Ich glaube, ich leg mich heter. Brandschutz wurde glatt vergessen. Da kann man doch nur einfach fressen. 30 Mille Zusatzkosten. Ach du meine Güte, 30 Mille Zusatzkosten ist ein ganz schön hoher Posten. 4-5 Jahre wird's wohl dauern. Da werde ich nicht mehr lange schauern. Der Medon ist schon angefragt. Das ist für mich zu angenagt. Alle Türen schließen nicht. Da steht ein fieser grüner Wicht. Will man wirklich ehrlich sein? Dann musst du sein ein Pressesprecherschwein. Baustopp heute und noch 6 Wochen. Oh. Oh. Ey, Aufgaben auch noch. Okay, aber es waren 7 erstmal, die wir jetzt notiert haben. Und einen müssen wir abziehen, glaube ich, weil, also Hete kenne ich ja, nicht. Ja, Hete, Schwule und Heten. Ja. Heterosexuelle. Nee, nee. Der war zum Reinkommen. Also eins also ziehen wir ab, das bleibt bei 6. Also einen streichen wir. 6 Punkte für euch. Wir gucken mal auf den Punktestand. Früh, das Team Früh hat 66 Punkte. 66. Und das Team Frech. Und unser Team Frech hat 76 Punkte. Ah. Immer mehr Punkte, ne? Ihr wisst, umso mehr Punkte ihr spielt, umso mehr Geld gibt es am Ende für die Hans-Rosenthal-Stiftung. Also legt euch nochmal richtig ins Zeug. Wir spielen jetzt immer unser zweites Aktionsspiel. Und wir spielen jetzt Trüffelsuche. Oh. Kommt rüber. Trüffelsuche. Kommt ihr auch nochmal? Ja? Komm. Ei. Jan. Ich will mich schon nackig machen. Ja, zieh dich aus. Das ist ein Bild, auf das ich mich schon sehr lange freue. Sehr schön, Jan. Oh, herrlich. Guck mal hier. Moment. Das war noch nicht. Welche Schweinkerl hätten Sie denn gerne das mit halt mal fest, ich verabredet. Das war noch nicht alles. Oh, Mann, 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 Mann. Oh, ist das niedlich. Das ist ja niedlich. Das so, ja gucken Sie mal. Sie werden nie wieder die Tagesschau gucken können, ohne an dieses Bild zu denken. Moment, Moment. Ich sage nur. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. Sag, du musst jetzt auch einmal noch mit ran, weil wir müssen ja einmal das Spiel demonstrieren. Aber so sah das Samt aus, ehrlich. Weißt du das? Ja. Ich entstelle leider nichts. Gar nicht Samt. So. Sieht trotzdem gut aus. Bei dir ist es aus. Sehr schön. Ja, diese wunderbaren Schweinsnasen haben eine eingebaute Zusatzfunktion. Oh, die haben nämlich einen sehr kräftigen Magneten. Ne? Und mit dieser Nase könnt ihr hier auf Trüffelsuche gehen. Gesundheit. Gesundheit. Trüffelallergie? Ich habe einen Magneten. Ja? Diese Nasen helfen euch, hier die Trüffelknollen zu finden. Die sind hier in diesen Beeten versteckt. Wichtig ist dabei, Hände sind verboten. Aber ne? Grunzen dürfen wir. Grunzen dürft ihr natürlich, Hände sind verboten. Und es ist neben diesen Trüffelknollen ist hier natürlich auch einiger Unrat versteckt. Wenn ihr also irgendwas an eurer Nase spürt, was nicht Trüffel ist, dann kommt das hier in die Restmüllkorb. Und die Trüffelknollen, die ihr findet, die kommen hier in den Trüffelkorb. Das kann ich schon immer mal machen. Und dann zählen wir am Ende, wie viele Trüffel ihr gefunden habt. Was könnt ihr mal versuchen, was aufzuspüren? Was ist das jetzt? Ja? Hundefunkel. Also, das sieht jetzt ein bisschen aus wie ein großer Nasenstein, aber es ist eine Trüffelknolle. Okay, also da vorne dürfen wir es auch nicht. Nee, Jan, Jan. Jan kommt gar nicht raus. Sehr schön. Wunderbar, ihr habt das toll gemacht. Ja, wenn du irgendeine andere Schnitzel rausholst. Der kleine Jan möchte aus dem Trüffelparadies abgeholt werden.
So, jetzt muss das Team frech beginnen. Für Restmüll, ja? Gibt es auch Punkte? Aber, nee, für Restmüll gibt es keine Punkte, nur für die Trüffel. Könnt ihr mal den Restmüll sehen? Aber wenn Restmüll an eurer Nase hängt, müsst ihr ihn ablegen. Ne? Okay, also, wir können nicht einfach weglegen. Nee, das ist wichtig, okay. Müsst ihr ihn vorbringen. Oh, Mann. Also, okay, setzen wir uns geht doch rüber, genau. Es sind meistens metallische Dinge, weil alles andere haftet dann halt. Das hält irgendwie nicht. Hält bei dir nicht? Ich weiß auch nicht. Hallo. Willst du mich küssen? Ja, ich hatte gerade überlegt. Ne? Guck mal, hast du so eine lange Zunge? Haften die aneinander? Oh Mann. Das geht schon los. Wir haben schon Punkt. Sie sind der Meinung, das war... Ja. Guck mal, die Schuhe weg. So, die Schuhe weg. Ihr seid bereit. Wo willst du? Eine Minute. Die Mitte, du da. Denkt dran. Da haben die schon welche gefunden. Oh, stimmt. Nee, dann geh ich die lege ich ja wieder rein. Macht euch keine Sorgen. Die lege ich wieder rein. Also, eine Minute ohne Zeit. Ohne Hände. Und, ohne Hände, nichts anfassen. Ne? Also, alles andere. Alle anderen Körperteile sind erlaubt. Ja, mit der Nase. Mit der Nase. Ich gebe schon mal hier das euch hier rüber. Ja. Könnt ihr euch gleich schon mal vorbereiten. Dankeschön. Macht euch schon mal lustig. Ja, wir machen es schon mal schick. Okay. Dann heißt es hier Trüffelsuche. Dalli, Dalli. Mist. Nicht mit den Händen. Halt, weiter. Ah. Oh, bitte. Sehr gut, Ruth, jetzt kommt. Ja, genau so. Ja, ja. Ah. Ruth, lass das mal. Runter, runter. Weiter, runter. Applaus. Ja. Ja, das war gut so. Super. Weiter suchen. Mann, wir haben scheiß Timing. Sehr gut. Yep. Finger weg, Joachim. Gut. Wunderbar. Wir haben noch 10 Sekunden. Komm, Ruth, den schaffst du noch. Die Nase. Ich warte, hab immer nichts gesehen. Das ist ja. Ich befreie dich mal ganz schnell davon. Also, wir gucken mal hier rein in den Korb. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 plus Spitze. Den hattet ihr ja schon, bevor es losging. Sind 10. Das ist sehr gut. Ganz toll. Und das müssen die anderen ja erstmal besser machen. Oh, guck mal. So. Viel Spaß. Ja. So, Marlene und Sven. Jetzt ist eure Chance. Ja. Ich fühle mich sehr gut gerade. Gut, dann sage ich auch für euch Trüffelsuche Dalli Dalli. Hier ist kein Trüffel. Der Sven hat schon einen. Jo. Scheiße! Die Abschweiftechnik. Weiter vor, Sven. Weiter vor. Du musst weiter vor, um es abzuschreiben. Ja. Oh. Ja. Sehr gut. Weiter vor, Marlene. Ja, gut. Und weg. Sehr gut. Weiter geht's. Lorich am Boden. Das ist gar nicht meine. Noch 15. Komm. Marlene, abschweifen jetzt. Tiefer, großen Respekt, weil ihr habt nie aufgegeben. Bis zur letzten Sekunde. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wow. Das ist in der Tat das Schwierigste gewesen, diesen Trüffel hier wieder loszuwerden. Ja. Ne? Aber ich muss fairerweise sagen, einer muss raus. Okay. Der war nach dem Schuss, Irene, ne? Bevor es der Jan macht. Ne? Ja? Fand ich immer so sympathisch. Ja, ich weiß, aber
muss manchmal auch hart sein. Ja? Also das sind drei, eins, zwei, drei und nochmal drei. Sind sechs Trüffel, die ihr gesammelt habt. Ja! Ich finde, wir haben das Finale kann sowieso noch alles auf den Kopf stellen. Also macht euch nichts raus. Ja? Wunderbar, die kleinen Trüffel. Wir gucken an der Stelle mal auf die Punkte. Wie sieht es denn aus nach diesem Spiel, nach unserer kleinen Trüffelsuche? Wer hat wie viele Punkte auf seinem Konto? Schweinchen. Es bleibt eng. 10 Punkte fürs Team Frech, 6 Punkte fürs Team Früh. Der neue Gesamtpunktestand, 86 Punkte fürs Team Frech und 72 fürs Team Früh. Aber wir spielen jetzt Dalli Klick, das letzte Spiel vor dem Finale. Nochmal Gas geben. Komm, wir gehen rüber zum Tisch. Einfach reinrufen da. Jetzt heißt es, gut zugehört und hingeschaut, denn wir spielen jetzt Dalli Klick. Ihr wisst, ihr seht jetzt gleich Fotos, die werden langsam sichtbar, die werden nach und nach in Einzelteilen aufgedeckt. Wenn ihr glaubt zu wissen, was ihr da seht, dann einfach raus damit. Wenn es richtig ist, gibt es zwei Punkte. Ja, wir starten mit dem Team Frech. Dalli, Dalli für Dalli Klick. 45 Sekunden Zeit, hier ist das erste Foto. Hose. Ja. Personen. Wer ist das? Auf Florian Silbereisen. Ja. Dann kenne ich alle Kreuzungen. Wer ist das? Pizza. Pizza, ich meine, was ein ist Frosch, das? Eine Pizza. Eine Pizza. Pizza stimmt. Pizza stimmt. Tatsächlich Pizza. Ja. Unglaublich. Oh, Versailles. Nein. Das ist der spanische Königspalast. Nein. Petersdom. Ja, richtig. Weiter. Ein Wicken, Lockenwickler, Toilettenhütchen, so ein Toilettenroller ist richtig, so. Jawohl. Harfe. Hähne? Ja, Harfe stimmt. Boah, Romantiker. Und eine noch. Fahrräder. Kutsche. Ah, der war zu spät. Ja, der war zu spät. Der war ein Ticken spät, aber es waren sechs Fotos, die ihr richtig erraten habt. Das heißt, 12 Punkte für euch. Und vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen was noch aufholen. Ja. Ne? Viele Biersorten bitte. Ja, wir können nur Bier. Ne? Wir können nur Bier. Könnt ja passen mit dem Bier. Glas, Bierkrug. Alles klar, auch für euch 45 Sekunden. Dalli, Klick. Champignon, Waffel. Eine Waffel. Waffelstift. Turnschuh. Richtig. Boah, bist du gut. Gürtel. Nein. Schaukelpferd. Ja. Wer ist das? Der Koch, wie heißt er? Nee. Heiko Westermann, Philipp Lahm. Nein. Oh Gott, der Fußballer, wie heißt er? Götze. Ja, Mario Götze. Ja, weiter. Tuba. Eine Tuba. Nein. Eine Posaune. Ein Waldhorn. Ein Horn. Ein Horn, richtig. Ein Eichhörnchen. Nein. Ein Affe. Nein. Ein Bär. Ein Bär. Ein Tier. Affe. Nein. Was ist das? Ein Faultier. Ein Faultier. Oder ein Ei. Ein Faultier. Ich bin aus Berlin, da gibt es doch keine Tiere. Faultier? Faultier. Das ist aber gemein. Ja, ja, das ein war wunderbares Faultier. Ne? Damit waren es 5 Fotos und 10 Punkte damit für euch. Und wir schauen letztmalig auf einen Punktezwischenstand vor unserem großen Finale. Das ist der Punktestand, mit dem nachher multipliziert wird. Ja, da kommen dann die Finalpunkte dazu. Und insofern, da kann die Summe richtig nochmal hochgehen. Und wie viele Punkte haben wir? Für ja, da haben wir für unser Team Früh haben wir 82 Punkte. Ist 82. Und für das Team Frech unwesentlich mehr. 98 Punkte. 98 Punkte für das Team Frech. Ihr freut euch natürlich zu Recht, dass ihr jetzt im Moment in Führung liegt. Das heißt aber auch, ihr beginnt im Finale, denn das führende Team muss vorlegen. Ja? Seid ihr bereit? Ja. Lasst uns rübergehen, das große Dalli-Dalli-Finale. Ihr habt vielleicht die ein oder andere Sendung schon gesehen. Kommt zu mir. Das sieht nach einer Astronautenzentrifuge aus. Das ist eine ganz spannende Aufgabe, die sich folgendermaßen gestaltet. Du springst rüber. Einer aus dem Team muss diese Aufgabe bewältigen. Und solange er das schafft, darf der andere Fragen beantworten. Ja. Ja, es geht bei dieser Aufgabe um Folgendes. Ihr seht ein Ei, das sich dort auf dem drehenden Stab befindet. Ihr seht hier den schwarzen Teppich. Außerhalb des schwarzen Teppichs dürft ihr euch nicht bewegen. Ihr habt ein zweites Ei immer in der Hand. Wenn dieses Ei jetzt kommt,
nehmt ihr es raus und setzt das andere rein. Okay. Ja? So, das Ganze wird mit der Zeit immer schneller. Haltet den Stab nicht fest, dann ist das Spiel verloren. Ja? Ach du, ihr seht, das federt ja auch ein bisschen. Ja, was willst du denn machen? Ich bin aber eher motorisch begabt. So, darfst du auswählen. Ich weiß heute gar nicht. Du ziehst dich schon aus. Ja, also, mehr zeige ich jetzt nicht, aber so ungefähr. Kinder. Ihr wisst, was auf euch zukommt. Wer macht was? Habt ihr euch ausdiskutiert? Keine Eier, ich erkläre ihm nur gerade, dass er ja, mit den Eiern. Nur die Fremdeier tauschen. Frau Moschner. Moschner? In seiner Froschhose. Man weiß ja nicht, was da so drin ist. War schon wieder Ostern. Wir werden es sehen. Ne? Ihr könnt euch das erstmal angucken. Jedes Stück auf die Seite. Rot. Ja, wir haben ich gehe aus dem Weg. Nee, du musst natürlich hier. Du kriegst hier so. Du wirst von mir jetzt befragt. Ne? Denn wir kommen jetzt zum großen. Eine Frage, wenn es runterfallen sollte und ich bin noch auf dem Teppich und leg's wieder drauf, zählt's dann auch? Nein. Achtung, ich warte, bis einmal noch vorbei ist. Hier ist das große Dalli-Dalli-Finale. Was ergibt 41 plus 53? 94. Ja. Bei welchem internationalen Filmfestival wird der Goldene Bär verliehen? Berlinale. Richtig. Welche deutsche Schlagerqueen moderierte die Echo-Verleihung? Helene Fischer. Ja, richtig. In welcher Sportart konnte Bernhard Langer den ersten Platz der Weltrangliste? Golfen. Golfen, stimmt. Wie viele Mägen hat eine Kuh? Sechs bis acht. Nein, vier. Das Emblem welcher internationalen Organisation zeigt eine weiße Windrose auf blauem Hintergrund? Keine Ahnung, weiter. NATO. Wie lautet die chemische Formel für das Gas Kohlendioxid? CO2. Ja, richtig. Wie viele Kinder hat Barack Obama? Zwei. In der magischen Welt von Harry Potter ist ein Mensch ohne Zauberkräfte. Ich weiß nicht weiter. Okay. Welche Muggel wäre die richtige Antwort gewesen? Welche Showparodie mit Olli Dietrich und Cordula Stratmann startet im Mai 2000? Frühstücksfernsehen? Ja, richtig. Wie heißt der Mann, der laut Nina Hagens Hit den Farbfilm vergessen hat? Keine Ahnung. Du? Michael. Ja, 2012 erschien mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle die Romanfilm Die Tribute von... Panem. Ja, richtig. Wer gilt als Autor des antiken Werkes Elias und Odyssee? Mein Gott, Homer. Ja, richtig. Wie viele Halswirbel besitzt ein Mensch in der Regel? 64. Ah, aber das war stark. Hey. Wir fragen jetzt gleich mal, wie viele richtige Antworten das waren. Beide gut. Sie sind der Meinung, das war... Ha. Ja, verdient. Wie viele richtige Antworten waren das? Nee, kommen Sie ruhig rein, Nee, Sie brauchen auch mal Ihren Auftritt bei uns. Aber nicht so zu werfen, Frau. Nach der Sendung. Vielen Dank nochmal. Jan, wie viele richtige Antworten waren das? Es waren 8 richtige Antworten plus ein Spitzepunkt. Das heißt 9, 5 Punkte pro richtige Antwort. Das heißt 45 Punkte für euch aus dem Finale. Ist gut, weil es wird ja multipliziert. Ne? Also ihr dürft einmal auf die Seite. Ihr habt euch für die gleiche Kollege Konstellation... Der Kollege vom Öffentlich-Rechtlichen möchte es. Hat sich fürs Eierschaukeln entschieden. Okay. Dann schauen wir auch mal bei euch, wie es läuft. Ja, wir müssen ganz kurz gucken, dass wir hier einen guten Startpunkt. Darf ich ein kleines bisschen? Ja, okay. Super. Und dann heißt es auch für euch: Dalli Dalli Finale. Wie heißt der Anführer der Piraten im Literaturklassiker Peter Pan? Peter Pan. Nein, ja, der Anführer. Piraten. Captain Hook. Captain Hook. Wer war der direkte Amtsvorgänger von Ex-Bundespräsident Christian Wulff? Köhler. Richtig. Welche Band trat im Mai 2013 beim ESC für Deutschland an? Oh Gott, weiter. Cascada. Ach, ja. Wer spielte die Hauptrolle in der Fernsehserie Liebling Kreuzberg? Manfred Krug. Der traditionelle Pfadfindergruß lautet allzeit? Bereit. Richtig. Auf welches Organ spezialisiert sich ein Mediziner, der Kardiologe wird? Herz. Richtig. Aus wie vielen Filmen besteht die Twilight-Filmreihe mit... Ja, nein, 5. An welchem Fluss liegen die Städte Trier, Cochen und Koblenz? Weiter. Mosel.
Wie nennt man das flüssige Gestein, das bei Vulkanausbrüchen austritt? Lava. Richtig. Zu welcher Band gehören Rodrigo González, Bela B. und Farin Urlaub? Die Ärzte. Richtig. Welches Bundesministerium leitete Karl Theodor zu Guttenberg bis zu seinem Rücktritt? Verteidigungsministerium. Richtig. Wie heißt die Grimmsche Märchenfigur, die durch Betten aufschütteln auf die Erde schneiden Frau Holle. Richtig. In welcher Ratesendung waren Wurm und Wendelin regelmäßig zu sehen? Der große Preis. Richtig. Die Jugendorganisation welcher deutschen Partei heißt Jusos? SPD. Richtig. In welchem europäischen Staat heißt der Kronprinz Frederik? Oh. Ihr Schweine! Dänemark. Dänemark. Oh. Dänemark! Du warst super. Du warst super. Er hat's verdient. Direkt. Ein Ei für Kai. Pass mal auf, wenn wir Bier auf den Schuhen haben, ne? Ja. Dann hast du Ei auf den Schuhen, ne? Kein Problem. Oh Gott, ich hab Herzklopfen. Ja? Herzklopfen. Hier geht keiner vorher nach Hause. Nee, pass auf, ihr Freunde, ihr habt gehört, Sirene, Sirene. Oh. Sie sind der Meinung, das war... Super. Schatz, wie du das mit den Eiern gemacht hast. Ja, oder? Hören wir mal, ob es sich gelohnt hat. Wie viele richtige Antworten hatten wir denn? Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Wir hatten 11 richtige Antworten. Wow. Spitze 12 mal 5 Punkte heißt 60 Punkte für euch aus dem Finale. Wir gehen rüber und dann wird zusammengerechnet. Jetzt wird abgerechnet. Hm? Eine Antwort mehr hätten wir gewonnen wahrscheinlich. Ich bedanke mich. Aber alles gut. Sarah und Jan kennen das amtliche Endergebnis. Welches Team hat heute hier den Sieg geholt? Wer also, das Team Konto? Frech hat 4.410 Punkte erzielt. Und das Team Früh hat ganz knapp gewonnen mit 4.920 Punkten. Das heißt, unser Team Früh ist das Siegerteam bei Dalli Dalli Dalli, die Sendung. Wir müssen mithauen, aber alles raus. Herzlichen Glückwunsch. Früh, aber dann ja, kommt nach vorne, kommt nach vorne. Ich sag euch, damit kommt man ganz groß raus mit so einem so Titel. Früh ne? kommen ist nicht immer schlimm. Nein. Ja. Also, wenn du mit den Eiern umgegangen bist, ja, ein Traum. Wunderbar, wunderbar, oder? Die eine Seite selber. Nein, ihr habt das toll gemacht und es war eine knappe Entscheidung, aber es geht ja am Ende darum, und das ist das, was wir an knappen Entscheidungen so lieben, dass das bedeutet, es sind besonders viele Punkte dann auch zusammengekommen. Und Sarah und Jan, wir werden jetzt die Gesamtsumme verkünden. Also wir haben ein super tolles Ergebnis heute erspielt, Sarah. Ergebnis. Ja, wir haben 9.330 Punkte gesammelt. 9.330 Punkte heißt 9.330 Euro. Und das ist ein super Ergebnis. Diese 9.330 Euro gehen heute über die Hans-Rosenthal-Stiftung. Und ich darf euch sagen, an welche Familie und wo das Geld direkt hingeht. Das Geld bleibt hier in Hamburg. Es gibt eine Familie, seit Oktober 2011 wird der 17-jährige Sohn wegen eines Tumors im Gehirn mit einer Erhaltungstherapie behandelt. Der Vater hat sich in Eigeninitiative mit einem Radiologen in Verbindung gesetzt. Und sie haben eine besondere Therapieform beschlossen. Die kostet sehr viel Geld, wird natürlich nicht von der Kasse gezahlt. Aber sie hoffen, dass sie dem Sohn damit helfen können. Und dank der Großzügigkeit des Radiologens verzichtet er sowieso schon auf einen Großteil der Rechnungssumme. Aber die Restsumme ist immer noch so hoch, dass der Vater sie nicht alleine bezahlen kann. Und da kann dieses Geld natürlich wirklich helfen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das wieder geben können. Eine spezielle Ernährung ist auch notwendig. Danke für euer Spiel. Wir wünschen natürlich alles Gute und gute Besserung, dass das Geld wirklich hilft. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war Dalli Dalli für heute. Wir hoffen sehr, Sie hatten Spaß. Und wir fanden es wunderbar. Danke ans Team Früh, Marlene Lufen und Sven Lorig. Danke ans Team Frech. Ja. Vielen Dank, Ruth Moschner und Joachim Lamli. Danke an meine Schiedsrichter Sarah Branden und Jan Hofer. Und Sie, meine Damen und Herren, waren ein tolles Publikum. Unser Publikum, Sie waren Spitze. Dankeschön. Tschüss, bleiben Sie gut.